Mal gucken, wie weit oder wo er uns hinführt. Sag ich ja, das ist ein bisschen so. Hier geht's klar, glaube ich. Gleich wieder runter zum Lager, ne? Da, hier, genau. Jetzt reiten wir wieder, glaube ich, raus aus dem Gebiet. Ich schaue gleich nochmal auf der Karte. Ja. Wir müssen da wieder hoch. Da war ja der Unfall, oder der Unfallort, genau. Und da wollen wir hin. Jetzt würden wir rein theoretisch wieder runterreiten. Hm. Und dann mussten wir hier den Schleichweg doch lang. Eieiei. Kommen wir hier einfach so durch den Wald? Ohne Weg? Nicht, dass wir uns da irgendwo aufhängen oder runterfallen mit dem Pferd. Ich weiß gar nicht. Kann das Pferd eigentlich aufsterben? Wenn wir da irgendwie so einen Unfall bauen? Verletzen? Bestimmt. Das denke ich mal. Aber ob es sterben? Guck mal, hier ist auch ein Weg. So ein kleiner Schleichweg. Ist er wieder angezeigt in eurer Karte? Nö. Na gut. Wir gehen mal weiter. Das heißt, wir reiten, glaube ich, wieder Richtung Fluss. Hier ist das Köhlergebiet. Hier waren ja auch abgefällte Bäume. Die brauchen ja natürlich Holz, das ist ja logisch. Ha. Ja, ich muss jetzt mal öfters mal auf die Karte gucken. Weil nicht, dass wir uns hier irgendwie im Kreis bewegen. Bam, 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 bam. Nee, nee, ich bin echt ehrlich froh, dass Axel da immer so dran bleibt und die Videos guckt und dann auch Tipps gibt. Und wie gesagt, ja, ich kann sie halt nicht immer gleich sofort umsetzen. Und ich hatte ihm, glaube ich, auch geschrieben gehabt, wenn die Sommerpause zu Ende ist und ich bin wieder zu Hause in meinen vier Wänden, dann habe ich auch Internet. So habe ich ja jetzt kein Internet. Das deswegen auch immer die Aufzeichnungen, die so lange gehen, wo die Folgen vorproduziert werden, dann könnte ich vielleicht, wenn ich zu Hause bin nach der Sommerpause, ja, immer den Tag, wo ich das Video hochlade, das vorher machen. Und dann kann man auch schneller auf die Kommentare reagieren. Hm, sieht nicht so aus, als wenn hier noch sich irgendwas aufdeckt. Naja, wir reiten erstmal zu unserem Marker. Ist aber auch. Guck mal, so viel Salbei, Fliegenpilze, ein Hoppelhäse. Ja, viel los hier im Wald. Gerade nachts. So. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Ich meine, wenn wir das ganze gelbe Zeug aufgedeckt haben, denn. Und wir haben ihn immer noch nicht gefunden, dann frage ich mich, wo soll er denn sein? Nochmal kurz gucken. Das ist doch das einzige Kühlerlager. Ja, ist schon eigenartig, ne? Naja, vielleicht finden wir ihn trotzdem. Wir sind ja auf dem Weg zum Marker. Was sind das hier eigentlich? Für Blümlein. Haben wir die schon mal gepflückt? Komm, wir gucken mal. Was das für welche sind? Kann man die... Oh. Einbeere? Oh. Einbeere habe ich auch noch nicht gehabt. Was sagt denn die Einbeere? Wo ist denn die hier jetzt? Baldrian. Brauner Filzhut. Wo ist die Einbeere? Da, Dörrfleisch haben wir sogar. In der Tasche. Guck, einer schau. Brauchten wir gar nicht mehr kaufen. Einbeere. Wächst vorwiegend in tiefen Wäldern. Oh, 0,4. Alter Falter, das bringt ja richtig mal Kohle. Also, um da noch Kohle zu machen, müssten wir mal diese Einbeere schön sammeln. Und dann verkaufen. Haha. Das ist wieder Baldrian. Oh, hatten wir bloß eine jetzt gefunden? Nein, hier. Komm, die nehmen wir natürlich mit, ne? Noch haben wir... Wolltest du hier wirklich aufsammeln? War es das schon? Gab sie so... Ist sie so selten? Hm. Sieht aber so aus, als wenn die so viel ist, ne?
Verstehe ich falsch? Komisch. Eigentlich müsste da doch alles einzusammeln gehen. Oder war das bloß Zufall? Das ist wieder Salbei. Das ist auch Salbei. Baldrian meine ich. Baldrian. Also in den Wäldern was sammeln, das gibt schön viel, was man hier sammeln kann. Also da kann man richtig Kohle machen. Gut. Wo ist das Pferd da? Gut. Der stand beim zwischen den Salbeilen einfach bloß rum. Hatten wir den gar nicht so mitgekriegt. Okay. Na ja, gut, denn wir machen mal weiter. Da. Nicht Galopp, nein, wir wollen ganz normal hier. Jagdgebiet Wildschweine haben wir entdeckt. Ist ja schön. Oh, ist nicht mehr weit, dann sind wir auch bald da. Zu unserem Zielpunkt. Also gut, ja. Nee, Dörrfleisch. Dörrfleisch haben wir also in der Tasche. Das ist schon mal gut. Brauchen wir also nicht kaufen. Oh, durch ein Dickicht hier. Oh, hier ist wieder ein kleiner Weg oder was? Ne, das ist wieder. Na, ich bin gespannt. Wenn wir das ganze gelbe Gebiet aufgedeckt haben. Oh, das sieht so tief aus. Ob wir den Rotschopf finden, das wäre ja... Das wäre natürlich kriselig, wenn wir hier das ganze gelbe Gebiet aufdecken und nicht wissen, wo er sein könnte. Hier auf einer Flussseite vielleicht. Dass wir hier uns hier nochmal umgucken. Ja, komm, ich setze mal den Marker dahin. Der muss doch hier irgendwo sein. Ich sag ja, vielleicht hätten wir ja auch die anderen da bekämpfen sollen. Mal sehen, ob wir über den Fluss durch den Fluss durchkommen. Oh, komm hier vorbei. Ja. So. Wenn wir die hätten bekämpfen müssen, das geht ja jetzt nicht mehr, weil die ja nirgendwo mehr auftauchen. Oh, Wasser. Wir kommen durch den Fluss. Ja, komm hoch in mein braves Pferd. Noch nicht aufgedeckt, gut. Kommst du hier hoch? Den Hang? Oh, ja, er kommt hoch, gut. Also die Tipps, wie gesagt, von Axel, die sind immer richtig Gold wert. Wenn man sie denn beherzigt, ne? Aber wie gesagt, Axel, ich kann nicht immer sofort drauf reagieren. Aber wie gesagt, wenn nach der Sommerpause, denn werde ich das vielleicht anders machen. Dann werde ich für diese Playlist dann immer das Video produzieren und dann hochstellen und dann... Warten, bis ein Kommentar kommt. Wenn einer kommt, dann kann ich auch... Hier ist auch nichts. Wildschweingebiet. Wo ist er denn? Den Köhler, da waren wir doch. Und mal gut, die schlafen. Vielleicht liegt es daran. Abgesucht haben wir alles. Ja, vielleicht müssen wir zum Lager zurück. Hat er jetzt auch keine Schnellreise dahin, ne? Befreie die Köhler im Norden. Ja, das ist ja hier im Norden. Von Neuhof. Eieieiei. Ach, das war das Ding mit dem Ring vom Henker. Gute Frage. Wir haben das Gebiet abgesucht. Ja, nee, ja, müssen wir halt mal zurück. Wir können ja auch die ganze Zeit überspringen, ne? Ach, Horst. So, vielleicht kommen wir auch noch auf der Straße, dass er uns dann nochmal zur Brücke hinführt. Reiten wir richtig zu der Straße? Mal schauen. Ja, wir kommen so Richtung... zu der Richtung, wo die Straße hier war.
Ist schon interessant. So durch nächtens durch den Wald zu reiten. Ja doch. Wir kommen, müssen ja bald auf so einen Feldweg oder Straße kommen. Dann könnten wir im Galopp reiten. Da ist doch eine Straße. Hier unten. Seht ihr? Yay. Da müssen wir lang. Das sage ich jetzt mal so. Mal gucken. Macht er jetzt? Ja, ja. Automatik, genau. Ja, ja. Ich lasse ihn erstmal laufen. Aber ich denke mal schon, dass er uns so Richtung Wegpunkt hinbringt. Ich weiß aber nicht, ob er jetzt auf der Brücke, über der Brücke reitet, aber ich glaube nicht, ne? Von alleine? Nicht, dass wir da vorbeireiten. Also immer noch Augen offen halten. Okay. So. Naja, vielleicht müssen wir die Köder ja nochmal befragen. Ich weiß es nicht. Moment. Wir schauen Karte. Ja doch, müssen noch ein ganzes Ende reiten. Oh. Zap, 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 zap. Wir könnten natürlich auch zum Lager, zu unserem eigenen Lager, was hier hochging. Ne, müsste doch jetzt die zwei Abzweigung sein. Oder sind wir gleich da? Da könnten wir auch da übernachten. Und dann haben wir gleich nochmal einen Speicherpunkt. Ja komm, gehen wir uns mal hier hoch. Oder? Ja, ist das nicht hier? Auf der anderen Seite, ne? Vielleicht sollte man sich mal einen Wegpunkt setzen. Auf hier. Okay, wir hätten ja... Ja doch, wir können... Gibt einen Weg wieder runter. Müsste ja denn... Ach, da ist der Weg runter, ne, oder? Nicht, dass ich mich jetzt hier total verfranse. Doch, hier ist das Lager. Genau. Können wir das Pferd ja eigentlich hier abstellen? Wobei, das ist ja nicht wie bei Red Dead Redemption, wo das Pferd angebunden werden muss. So, schauen wir mal das Pferd. Mein Pferd, und wir haben ja eh bloß ein Pferd. So, Geschwindigkeit 28, Kapazität 172, Mut 8 und Ausdauer 210. Das ist schon mal sehr schön. Denke ich mal. So, wir gehen mal zu unserem Lager. Was mich auch fragen würde, wenn wir da jetzt was reinpacken, bleibt es denn für uns da drinne? Oder wird das irgendwann mal gemobst? Weil wir haben 75 von 82. Wir haben noch genug. Wir haben noch genug Kapazität, um was aufzusammeln. So, machen wir mal aus. Gehen wir mal schlafen. Schlafen und speichern. Genau. Machen wir gleich mal einen Speicherpunkt. So, wie lange wollen wir schlafen? Komfort. Ja, ja. 40%. Wie kommt das, dass da eine grüne Zahl steht? Wann ist da mal auf? Morgenstund hat Gold im Mund, ne? Könnt noch eine Stunde schlafen. Energie, Gesundheit, Sattheit. Ja doch, komm. Zwei Stunden, ne? Ja, ja, zwei Stunden schlafen wir mal. Ja, ja, ja. Ein kleines Nickerchen. Und ich hoffe, dann sind die Köhler auch wieder wach. So. Ah, ist wieder hell. Ach, das ist ja wie...
wie bei mir morgens, wenn ich morgens um 5, 4, je nachdem, wann ich mal wach werde, aus dem Bett komme, ich sag mal, beziehungsweise wenn ich aus der Hütte rausgehe, dann hört sich das genauso an. Die Vögel zwitschern am frühen Morgen, das ist sowas von herrlich. Ach nee, das wollte ich jetzt nicht. Das ist sowas von herrlich. Wie satt haben wir jetzt? 97 reicht. Guck, wir haben... So, jetzt können wir mal zu den Köhlern reiten. Der Marker ist ja noch gesetzt. Hallo, mein kleiner Freund. Wir wollen mal zu den Köhlern nochmal reiten. Weil den Rotschopf haben wir ja, wie gesagt, noch nicht gefunden. Wir sind immer noch auf der Suche. Hier runter. So, mal sehen. Ja, den Weg ist, der ist richtig. Dann geht es gleich über den Bach. Ah, ist das herrlich. Schön in der frühen Morgenstunde durch den Wald zu reiten. Vögel zwitschern. Die Natur ist wiederbelebt. So. Hier hoch. Das nicht die Schergen? Die da was suchen? Ich glaube, das waren die, ne? Die da auch nach dem Rotschopf gefragt haben. Mal gucken, was er jetzt macht. Eigentlich müsste er ja hier runter, hier runter. Wir wollen schon den Kühlen. Aber das ist wieder kein Weg, das muss man wieder selber machen. Okay. Großer Riedelsführer, hätte man ja gesagt. Riedelsführer. Huch. Ja, komm. Absitzen. Hm. Das ist nicht der Riedelsführer, oder? Der Riedelführer. Der ist bloß ein Köhler. Kann man mit ihm reden? Was sagt er denn so? Guten Tag. Guten Tag. Ich suche nach Rotschopf. Los. Ich suche einen Stallburschen aus Neuhof. Man nennt ihn Rotschopf. Den kenne ich gut, aber ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Er ist vom Gestüt weggelaufen. Ich muss ihn finden. Nun, also hier ist er jedenfalls nicht. Versuch's bei den Köhlern stromabwärts. Vielleicht ist er dort. Gott behüt dich. Ja, stromabwärts. Das hatte uns ja auch der ich sag mal, der Redelsführer hier, der Redeführer. Was können wir stehlen? Holzkohle doch nicht etwa, oder? Echt? Nein. Wir sind anständig. So, wo ist der Redeführer von den Köhlern? Ich glaube, er ist das, ne? Nee, bist du das? Auch nicht. Aber wir reden auch nochmal mit ihm. Beste Grüße. Oh, ich suche nach Rotschopf. Weißt du, wo ich Rotschopf finde? Wen? Kennt er nicht. Den Stallburschen aus Neuhof. Ich habe gehört, er ist mit ein paar Köhlern befreundet. Ah, ich weiß, wen du meinst. Hm. Er ging erst kürzlich zu den Thalmberger Köhlern. Folge einfach dem Bach Richtung Westen. Gott behüte dich. Hm?